Herzlich willkommen, Damen und Herren, zur nächsten Folge von Lords of the Fallen. Nach einer kurzen Essenspause mit voller Energie geht's wieder weiter. Wir sind zur Situation gestorben. Da oben, ich hänge fest. Das war das Schlimmste von allen. Genau, das haben wir geöffnet. Sieht das irgendwie, dass ich vielleicht nicht jeden triggere? Moin, Digga, die überleben sich einfach gegenseitig. Der tot? Ja. Dachte, der steht jetzt wieder auf. Frage, wie komme ich zur Hölle da runter? Einfach gehen, wenn ich gegen euch kämpfe. Steht irgendeiner von euch hier auf? Anscheinend. Down, motherfucker. Okay, Leute, es wird langsam. Der hat meine Kraft. Das ist leider immer noch nicht erklärt, wo es hin muss. Nicht irgendwie ein paar Kisten hochgekommen. Okay, dann mal kurz hier den Nerven sonst die Gegner. Vorne ist es schon, Leute. Ich komme nicht dahin. Hier nicht. Das ist ein Fake-Item. Ich glaube, wir haben zuletzt einen Schlüssel aufgehoben, oder nicht?
Ein Schlüssel der Zutritt zur Embrumkirche gewährt. Hier. Wo ist die? Bin ich nicht in der drinne? Kann ich vielleicht hier unten diese Tür jetzt öffnen? Au. Wer es mag nicht. Versuche nicht runterfallen. In den sicheren Weg. Hat aber auch Lebenspunkte, ey. Ich weiß nicht, was du mir verpasst hast, aber es tut weh. Ich liebe Standardgegner als Bosse. Richtig geil. Ah, wieso habe ich mir das angetan, alles Holzer Games zu zocken? Wenn die so scheiße sind. Hätte ich vorher gewusst, dass Elden Ring so ein schlechtes Spiel ist, dann hätte ich das nicht angefasst. Es ist halt so ein dreistes Recyceln der Gegner. Warte noch, bis ich den Endboss besiege, so einen riesen Drache oder so, und dann taucht er als Standardgegner wieder auf. Darauf warte ich nur. Nur darauf warte ich. Hast du jetzt meine Seele oder was? Danke fürs Despawn. So, it's like edits this. Wo meine scheiß Seele zurück. Ja, ich will ja rein, ne? Ja, praktisch, wenn ich es ausschließe. Ich muss da rein. Wenn ich euch schon atmen höre hier, ne? Dann gehe ich mal wieder. Das muss ja nicht sein. Bisschen. Oh.
lässt sich von der Seite nicht öffnen. Das ist es, Leute. Jetzt sehen wir mal hier einen Checkpoint. Guten Tag, der Herr. Da sehe ich genauso. Gehen wir mal wieder zurück hier, ne? Leider kein Level Up. Ich weiß gar nicht, ob wir mittlerweile wieder eine krasse Boss-Seele haben oder so. Ich habe von allem keine Ahnung. Ah. Ich war jetzt runter. komm ja rein, wie als wäre ich der Boss. Aberrant Child, you will know peace. Das ist die Petra. Stärkere Version von Petra. Das stinkt nach zwei Phasenboss. Was du jetzt machst, hast du einen Buff wieder gegeben. Was machst du? Ja, komm, da war das. Okay. Keine Ahnung, wie mich jetzt getroffen hat. Oh, das sieht auch geil aus. Dass jetzt nochmal solche Pfeilfächer gerade runterkamen, kam unerwartet. Macht aber auch wieder einen perversen Damage. Gegen meine Seelen irgendwo hier. Mal.
No front. Aber wir beide wissen, dass du eine zweite Phase haben wirst. Ich habe schon Angst davor. I will incinerate your soul with holy fire for this profanation. Blasphemie. Von der Kacke, ja. Okay, ich kann es auch angreifen, aber ich bleibe mal hier auf der Safety-Seite hier, ne? Boah, Gott, ich bin geschockt. Nein! Oh, ich hätte sie fast gehabt, Leute. Ich hätte sie fast gehabt. Ich muss sagen, zwischen ihrer ersten und zweiten Phase macht sie nicht wirklich was Neues. Es ist halt genau der gleiche Movement-Set. Ich habe halt nur leider keine Heilungsdinger. So, echt schön. Tatsächlich mal so probieren.
Was nochmal? Mal Gott wegen ihren Pfeilen hier. Haben uns aber beide hart getroffen, muss ich sagen. So, alles chillig, Alter. Wie lange geht denn die Kacke hier noch? Ah!
die Scheiße schon wieder. Ich bin jetzt gestorben. Ist gebrannt? Ach man, diese Sequenz dauert immer so arschlange. So ein schlechter Witz halt, ne? Ich will sie jetzt währenddessen nicht angreifen. Okay, ist sie nicht gerunshottet. Motherfucker, get down! Damit sehen wir uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.